Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zum Motovlog Part 4. Ja, wir haben heute jetzt nicht viel Großes geplant. Wir haben heute noch einen Pass. Der Pass ist scheinbar aus dem Ersten Weltkrieg, also kann man scheinbar auch danach Bunkeranlagen sehen da oben. Ja, sind jetzt gerade auf dem Weg dahin. Das Wetter heute, wie ihr seht, ist jetzt nicht ganz so sonderlich toll. Er hat für heute Abend Regen gesagt, ab 18 Uhr. Scheinbar, ja, 10 Liter auf einen Quadratmeter. Bin ich mal gespannt. Also ich denke mal, das ist auch nicht so extrem. Extrem krass sein wird vom Regen her. Weil es ja doch anderes Klima als wie bei uns daheim. Es ist vor allem heute richtig warm, es ist schwül. Deswegen ist das Fahren gar nicht mal so schlecht. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn wir dann ein Stückchen weiter sind und in Richtung vom Pass. So, Freunde, jetzt sind wir ein Stückchen weiter gefahren, auf dem Weg zum Pass. Sind jetzt auch gerade an einem Nachbarsee vorbeigekommen. So, wir haben jetzt den Altopass vor uns. Sind wir mal gespannt. Schon echt verdammt geil, die Straße. Also.
12 Sekunden später. So, jetzt haben wir unterhalb vom Gipfel über diesen Schotterweg noch eine kleine Wirtschaft gefunden. Da haben wir kurz was kleiner gegessen. Und ja, jetzt werden wir aber den Heimweg antreten, weil das Wetter schaut jetzt gar nicht gut aus. Fängt zu regnen an und wir haben ja doch nur ein Stückchen zum Fahren. Hat aber auf jeden Fall extrem Bock gemacht. So, meine Freunde, mit dieser Aussicht beende ich unseren heutigen Motovlog. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach dann morgen wieder. Ciao mit V.